Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dracanto, dem Pixelmon Let's Play von mir, dem Drago Basler. Wir sind wieder, ja, zurück aus dem letzten und vorletzten Part. Hatten wir eine große Reise gemacht, bis hier ganz oben hin. Leider überall Wüsten, aber ich finde die Region trotzdem recht schön, weil man kann da recht viel anders machen. Oder? Also, ich denke, wir werden sehr viel mit Wüsten, mit ja, Ägypter und so Sachen Zivilisationen bauen. Ist mal etwas Neues. Ich habe das jetzt eigentlich noch nie in Pokémon gesehen. Pokémon-Spielen ist es eigentlich immer modern. Und ich möchte den Stil so ein bisschen einfach in die alten Zeiten setzen. Zum Beispiel auch Cowboy, Indianer und so Sachen. Und mal schauen, wie es aussieht. Ich bin ein bisschen am Zweifeln, ob es jetzt wirklich passt, aber ich denke schon. Also passend kann alles werden. Wir werden einfach alles auch dann mit ein bisschen farbiger schmücken, ein bisschen fröhlicher machen. Dann passt das alles auch sehr gut. Und währenddessen habe ich, wie ihr seht, ja, ein paar Sachen gefarmt. Vor allem, jetzt kommt es dann, also hier einfach mal Schwarzeichenholz noch. Könnten wir gebrauchen. Ich möchte eher dunkler hier alles haben. Und ja, vor allem noch ja, auch so Fäden aus den Bibliotheken. Ja, da muss ich noch rüber in die andere Truhe von Mistcraft. Sand, oder? So, aus einem kleinen See, also wirklich ein kleines Weiherchen. Habe ich echt viel Sand mal holen können. Das waren so 6, 7 Meter tief aus der Farmwelt hier drüben. Und hier noch ein paar Pläne aus einer Bibliothek. Eine Bibliothek habe ich gefunden. So. Also was wir heute machen wollen, ist bauen. Und währenddessen auch noch ein bisschen so die Lage besprechen und so Sachen. Weil, ja, mir ist das Let's Play eigentlich sehr, sehr wichtig. Es ist sozusagen mein Hauptprojekt. Und ja, ich bedanke mich einfach für viele Aufrufe. Also es sind jetzt nicht so viele wie zum Beispiel Regnum, das ist klar. Aber für jeden, der Freude dran hat, der darf doch gerne mal auch in die Kommentare schreiben oder so, was ihr denn genau haben wollt und wieso ihr das Let's Play schaut. Weil ich bin jetzt eigentlich so ein bisschen am Hadern. Soll ich jetzt wirklich noch viele Parts bringen? Also, ja, ich bin halt einfach momentan extrem sportlich und das heißt, ich müsste halt auch ein bisschen irgendwo, ja, den Content reduzieren, damit es mir echt gut geht. Weil mir geht es nicht immer so gut, um zu sagen, ja, ich kann jetzt 3 oder 4 Parts pro Tag machen, egal welches Projekt. Und mir ist Pixelmon einfach am wichtigsten. Deshalb wird sich hier nichts ändern oder sogar mehr werden. Aber zum Beispiel Livestreams gehen einfach momentan nicht. Es ist zu heiß. Ich bin zu müde. Und ja, der Ansturm ist ja auch nicht so groß. So, wir machen das hier weg, weil ich finde, wir sollten schon ein bisschen hochpixeliger bauen. Ich glaube, das ist gerade despawned wegen Kaktus. Das ist ein Block. Ja, ich bin einfach momentan sehr froh, dass ich so viel aufnehmen kann. Aber mehr geht halt einfach nicht. Aus meiner Sicht. Es ist einfach zu viel Anspruch für mich, oder? Also ich weiß nicht, ob jetzt das Speed dunkel wird, aber ich glaube eher nicht. Also können ja das auch wieder ein bisschen dekorieren. Es ist eigentlich gar nicht dunkel. Also ich finde, ich mache einfach mein Haus so schön wie möglich für mich und andere Häuser eher. Ja, dann einfach für den NPCs und so. Ja, wir müssen ja auch noch NPCs spawnen, stimmt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das reicht, oder? 17, 18, 19, 20. Ja, mache ich direkt hier nur 18. Das ist hier bündiges zum See, zum Brunnen. Also, das eine ist eben, ihr dürft NPCs spielen, also ihr dürft in dieser Map die NPCs sein.
Ihr dürft andere vorstellen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Spielfigur aus einem Pokémon-Game oder aus einem anderen Game kennt, dann dürft ihr dem auch die Kommentare schreiben, zum Beispiel sagen wir mal Ash Ketchum. Dann mache ich den Ash Ketchum und eventuell sogar mehrmals in verschiedenen Städten. Dann ist er einfach immer dort, wenn wir zu dieser Stadt gehen, aber und dann in einer anderen ist er auch wieder sofort da, aber ja, ihr wisst ja, oh, sogar so ein Superball-Symbol ist dort. Cool. Dass wir so viele NPCs wie möglich haben, ohne dass es für mich schwerfällt, einen NPC einen Namen zu geben und so weiter. Achtzehn. So. Leider sind hier jetzt ein paar Sachen im Haus. Das ist kein Problem. Und nicht wundern, ich baue jetzt momentan eher seicht. Langsam, langweilig. Aber auch, dass wir einfach einmal, weil die Mods so viel Zeit beanspruchen, oder? Einmal ein Haus haben. Ja, sonst bin ich ja eigentlich immer der, der recht schnell etwas Gutes baut. Vor allem auf Servern, oder? Wo man halt auch ein bisschen Konkurrenz hat. Bei der Sicht, oder? Und dadurch, ja, da schon echt, jo, wenn man halt im Singleplayer spielt oder für ein Let's Play, ja, immer denkt, oh nein, ich sollte mal vorwärts machen, vorwärts machen. Weil eigentlich ist es ja halt einfach diese mega Ablenkung, die einem so ein bisschen sagt, ja, jetzt musst du gar nicht so viel vorwärts machen, weil du hast ja so viel zu machen, so viel zu erledigen. Ja, und deswegen bin ich auch glücklich, wenn wir jetzt noch nicht so begonnen haben. Aber auch ein bisschen enttäuscht, weil wir noch nicht so weit sind. 1 zu weit. Die auch. Ja, der Block hätte ich lassen sollen. Müssen wieder hinstellen. So. Ja, und die Fenster, ich möchte ja gerne so richtig altbäuerisch das Wohnhaus haben. Das heißt, wir müssen hier viel mehr, also wirklich nur 4 Fenster machen. Oder 2 Fenster sogar noch. Machen wir das mal so. 3 und dann 2. So. Und dann eigentlich hier zu. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier 2 nochmal machen? Sieht nicht gut aus. Also ich fände hier sowieso eine Tür wichtig. Das ist auch eine Doppeltür, wie so altbäuerisches Bauernhaus so ist einfach. Und dann eigentlich immer auf jeder Seite so machen. Außer, dass wir hier keine Tür. Ja, die alten Bauern hatten hier keine Türe. Genau. Also wirklich alte Schweizer Bauernhäuser hatten wirklich nur einen Hinter- und Vordereingang. Weil Luxus brauchen wir jetzt momentan noch nicht. Oder wollte ich schon Luxus, dass ich schon luxuriöse Bauten mache? Okay. So lange, ja, so ein langes Wort. Ja, Retter, nicht bin. Jetzt 2. Hier sind noch 2, dann haben wir es falsch gemacht. Nicht falsch machen, Drago. Richtig bauen. Gut. Aber jetzt zu kleinen Blöcken müssen wir ja auch zuerst kommen, oder? Ja, hier geht wieder gar nichts. Ah, das Rettan hat sogar eine große Hitbox. Gut, jetzt. Ja. Mann, mach doch den Mod ein bisschen richtig mit den Hitboxen. Schwer, seinen Rettern zu treffen. Da muss die Hitbox nicht so groß sein. So, dann aber 4. Ja, sind 3 und die Ecke, genau. So. Direkt mal also noch das Glas machen.
Mann, ihr blöden Teile. Kokos. Aprikokos. Kokosnuss. Habe ich da oben wieder einen Block platziert. So. Ja, und der bleibt für immer hier hinten, die Bohne. Dumme Bohne. Also Teakbaum möchte ich anpflanzen. Das Sand und so kann ich wieder rein tun. Ja, mit dem Soße rausnehmen und Glas schmelzen lassen. Der Teakbaum kommt hier hin zum Wachsen. Und ja, jetzt müssen wir da das Loch auch noch zumachen. Was mache ich eigentlich? Ja, das ist blöde, so Löcher sind ja cool, aber wenn man jetzt gerade hier das Haus hat, dann ist es nicht so cool. Und wir brauchen ja nicht mehr so zu fahren, wie wenn wir fahren würden. Deshalb hier zumachen. Da auch nichts passiert. Weil hier könnte ich eigentlich eine Pokémon-Zucht oder so. Ein Krankenhaus oder so für Pokémon. Das ist ein richtiges, sag schon, Pokémon Center machen, aber für schwerwiegendere Fälle. Das wäre nicht schlecht. Dann haben wir wirklich auch noch etwas zu tun. Und nebenbei irgendwo eine Stadt machen und so. Dass wir immer etwas zu tun haben hier am Haus. Das immer verbessern könnten. Und jo. Das werden wir dann eigentlich, ja, hoffentlich nicht so, also schon. Es motiviert natürlich schon, ein bisschen schneller zu machen, aber ja, wir können es ja immer wieder verfeinern. Also jede Bauten werden dann vielleicht nur noch halb so dicke Wände haben oder so, je nachdem. Es ist halt schwer umzusetzen, aber ich denke, das geht schon gut. Mal ein bisschen Olivenholz jetzt hier noch mit. Wir einfach ein bisschen eine Sicht haben auf das Haus. Die Blumen können wir mal ein bisschen schöner hinstellen. So. Die Eckpfeiler. Wieder gehen würde. Ja, mache ich schon mal weiter. Hoch. Aber ich wollte eigentlich ausmessen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, 4 haben wir hochgemacht schon. Ja, und dann nicht vergessen, die Abkokos wegzumachen. So, sieht ja schon mal schön aus. Mega schlicht, aber schön. So, jetzt wollen wir gerne den Boden noch machen. Da möchte ich einfach ein helleres, also kommt eigentlich Fichte dran. Ich werde oben im Schlafzimmer Akazienholz nehmen. Aber Fichten haben wir gleich mal am wenigsten. Bis gar nichts. Echt? Doch, hier. 40. Ja. Wir müssen Fichten anpflanzen. Gut. Haben wir noch Fichten? Nee, irgendwie nicht. Ja, doch. So. Also. Ja, Palmen brauchen wir jetzt momentan nicht. Da muss noch etwas weg. So. Ich brauche unbedingt mehr Platz hier. Ja, wir können das wirklich alles unterirdisch auch nochmal anpflanzen und so weiter. Die Bäume gefallen mir so mega gut. So, wir haben ja einen Feuerriegel, das ist auch geheilt worden. Wir waren in einem Pokémon-Center. Aber es gibt keine Pokémon hier, die. Ja. Ich möchte ja gerne das Nagellotz das mal kurz killen. Ja, zwangen werde ich nicht. Wir haben zu wenig Pokébälle noch. Ja, und jetzt kümmern wir uns eigentlich noch um den Zaubertisch. Sonst kann ich nämlich nachher nicht farmen. Hm.
Stimmt, das wollte ich eigentlich zuvor noch machen, aber sieht so cool aus. Eine Truhe mitten durchs Gebäude. Ja. Ja, die nehme ich mit. Kirchensachen sowieso. Muss ich hier raus tun? Ja, wir haben keine Truhe für Kirschensachen. Sowieso noch Holz. Das gerne hier hin kommt. Ja, der Boden eben noch verlegen. Müssen wir heute noch wieder rausnehmen. Kein schwarzes Holz mehr? Doch, ja. Die Sicht ist nicht so gut, meistens. Ginsengwurzel. Mach ich alles mal hier rein. So. Und der Lotus kommt. Wo war das? Hey, Reitan, du nervst so langsam. Hier. 31 Lotus schon. Ah, Glas. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen Zuckerrohr. Wir brauchen Leder. Also wir haben ja einfach Bücher. Nehmen wir doch alle Bücher. Ist doch viel leichter. Hier hätten wir noch Leder, nochmals Zuckerrohr. Aber mehr Leder haben wir nicht. Oh. Ich brauche Leder. Ich glaube, Bücher haben wir hier noch. Die brauchen wir unbedingt. Ja, hier hätten wir noch mehr Leder. Zuckerrohr brauchen wir sowieso auch hier für die Blätter. Für dann die verschiedenen Welten auch richtig zu machen. Und ja, jetzt brauchen wir die. Mache ich nicht so gerne. Weil das mein Lieblingsholz ist, das dunkle schwarze Eichenholz. Aber ja. Wir brauchen noch mehr Bücherregale, deshalb nehmen wir hier nochmals Schwarzeichenholz. Wir haben genügend und wir können genügend schnell nochmals machen. Boreos. Boreos ist schon mal gespawnt, aber nicht in deiner Folge, sondern zwischendurch, also vorgestern oder so. Schauen wir gleich mal an. Boreos, was hat gestanden? Plains. Also es muss irgendwo hier sein. Ist leider ein schnelles Pokémon, also es bewegt sich echt schnell von Ort zu Ort. Müssen ein bisschen Geduld. Ah, da oben ist es. Ah, das Grün. Boreos, ich glaube, das Blaue ist gespawnt. Diese Wolke mit diesem Insekt drauf. Es ist wahrscheinlich ein Gott oder so. Bei mir ist das Blaue. Also es gibt, glaube ich, Blau, Grün und Rosa. Und bei mir ist das Blaue gespawnt. Und das Grüne habe ich irgendwo gesehen, glaube ich, bei spieletipps.de oder so, wo ich manchmal ein bisschen vorbeischaue, um Fragen zu beantworten von den Leuten. Tue ich ja, manchmal auch die News lesen, aber es sind meistens halt Spiele für Kinder oder ja, nicht so Erwachsene. Also bin ich jetzt nicht so der motivierte News-Schauer. Dort haben sie irgendwas geschrieben von, ja, das würde so in echt aussehen und so weiter. Haben gute Fantasien. Also den brauche ich unbedingt bei mir. Der sieht ja mal mega cool aus. Geh mal bitte nicht weg. Boreos. Das tönt irgendwie so borealisch, also voller. Wieso hauen die immer ab? Können doch nicht immer in eine Richtung gehen. Einfach kurz zum Anschauen. Doch, es ist ja grün. Also, ich weiß es nicht, ob es der von Spieltipps war, aber der hat Pickel. Cool. Sehr schönes Bild. Gut. Also. Einfach so zu kurz Ding. Ja, wir haben ungefähr gestartet.
Wir sind natürlich wieder heimlaufen. Das geht nicht. Der Drache darf nicht so viel cheaten. Eine Wikiberry. Hey, Wiki, hey. So. Nochmals heilen. Wir haben ja gekämpft. Haben keinen Schaden bekommen, nur ein bisschen AP verbraucht. Sehr gut. Da haben wir noch ein paar Sachen drin. Die können wir gleich mal mitnehmen. Und jetzt haben wir die Bücherregale, also müssen wir jetzt auch teleportieren halt heim. Ist ja auch cheaten, aber gut. Ne, damit es einfach schneller geht. Jetzt machen wir hier eine schöne Blume hin. Geht nicht, das ist die Wandblume. Ja, ist jetzt nicht so schön, weil es verpixelt ist. Wo gehen die dran? Nur hier dran? Okay. Nur an langen Stämmen. Und jetzt müssen wir kurz noch die Beeren pflücken, damit überhaupt genügend da sind, wenn wir dann die Pokebälle machen. Ja, die muss ich sowieso oben platzieren. Also die werden im nächsten Part, denke ich mal, irgendwo anders stehen. Aber die müssen weg. Die dürfen nicht so nah am Haus sein. Ja, weil ich ja auch Dekorationen ringsum machen will. Der muss weg. Der verdeckt sonst die Bücherregale. Und jetzt müssen wir hier diesen Schmarrn wieder hinpflanzen. So. Okay. Truhe, alles in die Truhe tun. Aber sehr gut, dass alles Platz hat. Alles schon drin ist und dadurch weiter steckt. Und ich habe die Untertür aufgemacht. Bitte. Jetzt müssen wir natürlich die Spitzhacke verzaubern. Dafür brauchen wir Lapis Lazuli. Haben wir eigentlich schon ein bisschen? Muss noch mehr farmen dann. Ich habe viel zu tun zwischen den Parts, aber dafür einfach, dass ihr nicht so viel langweiliges sehen müsst. Ich weiß nicht, was der jetzt anbringt, aber ich möchte eigentlich auch noch siegen. Säure ist nicht so gut. Aber immerhin macht es keine Vergiftung. Nicht immer Vergiftung. Ja, es wird irgendwie stärker raus, oder? Ja, habe ich das Gefühl. Ja, ist jetzt nicht so eine gute Wahl gewesen gegen Rettan. Endlich. Ja, verrottetes Fleisch. Jetzt dachte ich, ich bekomme irgendwie Spinnengift oder so. Spinnen, fragmentiertes Spinnenauge oder so. Aber nö. Ja, wir haben zu wenig Erfahrungspunkte. Stimmt. Müssen wir im nächsten Part dann verzaubern. Ich hole mir die Erfahrungspunkte noch. Und jetzt können wir eigentlich noch den Boden pflegen. Nein. Da rein. So. Also, Limettenholz ist hier noch überzählig, also brauchen wir nicht. Fichtenholz, den Boden. Gut, dann müssen wir leider hier alles aufreißen. Das mache ich ja gerne. Die Schaufel ist, glaube ich, kaputt. Ne, noch nicht ganz. So. Kannst du leider wegbohren. Die Pflanze leider auch, die schöne. Aber ja. Seems legit. Es ist einfach immer so ein Minecraft. Manchmal müssen Dinge weg. Manchmal müssen Dinge hinzugefügt werden. Das ist nun mal so. Auch wenn es traurig macht. Aber ist so. Weg mal mit der Schaufel schlafen gehen. Der Dreck macht uns nichts aus. So. Das ist ja die Grundeinstellung, wie die Bosse spawnen. Aber wieso spawnen denn so viele? Wenn es die Grundeinstellung ist, oder?
Ich habe nichts, ich habe die Spawnrate ein bisschen höher gestellt, aber dass so viele spawnen können jetzt, hätte ich nicht gedacht, weil ich ja nichts anderes gemacht habe. Also es sind immer noch die Grundeinstellungen, das haben wir gesagt. Welchen Knopf? Ja, der. Spawning ist eigentlich immer noch die ganz normale, also es ist immer noch die Shinies auf 4000. Ganz mit 8000 besser damals. ja, eigentlich haben wir nur das ist eigentlich auch gut zu machen, aber bringt ja nichts, weil wir ja kreuz und quer, also wir machen jetzt nicht so eine geregelte Pokémon-Region. Die Spawnrate hier habe ich einfach auf 60, sondern 30. Was mit 30? Mach's doch, oder? Einfach mal verdoppelt, weil, ja, spawnen echt viel zu wenige. Und jetzt haben wir nicht mal viele in der Region. Ja. Wir haben eher Tiere mehr. Aber die mussten wir anmachen, weil das Spiel einfach nicht balanciert ist so. Wir bekommen sehr wenig Blöcke über von Pokémon. Man müsste die ganze Zeit grinden und das ist nicht so gut. Deshalb die Tiere. Und ja. Geht halt einige Zeit und es ist wieder etwas Dickes gespawnt wahrscheinlich. Da hat es einen Plassel, glaube ich. Nein, einen Minum. Ich sag einfach mal zum Minum Plassel. Das ist ziemlich dick. Das hat auch nicht so schöne Texturen. Das Flamely möchte ich eigentlich irgendwie. Haben wir noch drei Superbälle? Ich fange das, das ist auch groß. Kratzer. Mist, könnte sterben sonst. Ich muss irgendwas noch machen, also. Ich fange nicht gerne Pokémon, die gelb sind. Ich will sie eigentlich immer rot machen. Ah, gut. Hat's geklappt. Mein Flamely möchte ich gerne trainieren. Das ist zwar eher das weibliche Pokémon. Also für weibliche Leute. Aber es hat einfach wegen dem Kampfsport von Logok, heißt glaube ich, das die Entwicklung. Einfach richtig cool. Und deshalb möchte ich eigentlich ja, das Flamely mal ein bisschen trainieren eher als das Feuerriegel. Das Feuerriegel ist einfach auch ein super Pokémon, aber das habe ich schon viel zu viel gezockt. Also das möchte ich jetzt nicht unbedingt. Es ist einfach ein bisschen interessanter als Flamely. Und so ist, ich will eher der physische Typ sein als der ja, Zaubertyp. Das ist mentale Typ oder so. Ja. Deshalb entscheide ich mich mal für Flamely. Hallo Nazi. Bin jetzt auch gerade ein bisschen am Denken, wie die Wohnung aussehen soll. Ich will ja auch ein bisschen einen borealen Typen machen. Also dass es also ein bisschen waldartig aussieht. Ein bisschen. Ja. Wild halt. Und. Ich frage mich jetzt auch, was ich für Dekorationen und so hinstellen soll. Ist jetzt nicht unbedingt Möbel, aber einfach Dekorationen an die Wände zum Beispiel oder so. Und ja, da dürfen wir mir gerne ein bisschen helfen. Ja, ich bin jetzt gerade eigentlich so richtig ratlos. Vor lauter Information, vor lauter Ideen. Ratlos, was ich genau so machen soll. Da dürft ihr mir gerne helfen, weil sonst komme ich da nie zu einem richtigen Ziel. Ja, jetzt brauchen wir leider noch mehr Fichtenholz. Aber wir sind weit gekommen mit Schlichtheit. Leider noch nicht so. Also es wird sich viel noch am Haus ändern. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was. Ich mache mir noch ganz viele Gedanken, keine Sorge.
Aber dass das Projekt schon so schnell vorwärts kam, ist echt cool. Jetzt müssen wir einfach noch die Level holen, das werde ich gleich machen nach dem Part. Und es gibt noch viel zu tun, also ich denke, dass so schnell wird das Projekt nicht aufhören. Ich muss, glaube ich, das Padauk-Holz wegmachen. Nein, das lasse ich hier, das sieht so schön aus. Nicht zu nah zum Padauk-Holz. Ich denke, die Kirschblüten können weg. Die sind einfach zu groß und ja, es passt nicht so. Lieber noch mehr Fichten anpflanzen. Ja, dann können wir ein Dorf mit Kirschblüten, so ein Kirschblütendorf machen. Dann haben die dort auch eine ganz große Region. Wie bei mir die Fichten. Jetzt langsam. Ah, der Baum ist so schön. Jo. Also, dann war's das mit dem Part, schon wieder ein bisschen über zeitig. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.